Ich bin verflucht, ständig ruft irgendjemand an. Heute ist es dieses Mal Julians Blog. Ja gut, heute ist ja auch sein Album draußen. Heute ist der 28.03.2013. Naja, okay, was sagt denn uns der Julian denn? Yo, Gold, wie geht's, Lappen? Julian, hast du kurz Zeit? Treffen wir uns für einen Kampf? Ich verspreche, es wird anders. Ich bin hier auf Route 30. Ruf an, wenn du in der Nähe bist und kauf mein Album, Analyse. Gut, bis später. Nein, tu ich nicht. Mach weiter Rap-Analysen, anstatt mich hier anzurufen. Okay, erstmal kontrolliere ich den Zustand meiner Pokémon. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Gut, dass ich danach geschaut habe. Oh Mann, mein Kopfhörer ist wieder so. So, jetzt hat der war gerade zu fest an meinem Kopf befestigt. Das tat so weh. Oh. Oh Gott. Okay. Danke, der Pokémon ist wieder fit. Komm hier, das sei wieder vorbei. Ja, muss ich wohl, oder? Ich frage mich, wie das aussehen würde, wenn man nie ins Pokémon Center gehen würde. Ich glaube, man würde so 30, 40 Mal in Ohnmacht gehen, bis man das Spiel durch hat. So, was habt ihr zwei zu sagen? Vorsicht, verlaufe dich nicht! Der Steineichenwald ist groß! Na, so groß auch nicht. Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht! Mach keine Dummheiten! Okay, ich werde keine Dummheiten machen. Dummer Wald, dummer Wald, dummer Wald! Vielleicht sollten wir den Wald niederblenden. Verdammt, das ist wieder mein Chinesisch-Deutsch. So, was bist du für einer? Oh Mist, mein Boss wird sauer sein! Das Porenta, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß und dunkel und unheimlich. Ach du Weicher, ich selbst ein Kind mach sowas. Siehst du? Also ist es ja schon. Seht ihr? Das ist das verschollene Pokémon. Oder Porenta. Ja gut, wir müssen jetzt das Porenta zu dem Trainer dorthin treiben. Und dann ein Pokémon greift uns an. In dem Steineichenwald gibt es viele Käfer-Pokémon. Das wird der Hauptelementtyp sein, den wir hier treffen. Keine Ahnung, was ich gerade geredet habe, aber gut. Ein Beleber. So, bei diesen Büschen können wir auch Kopfnuss einsetzen. Dann fallen manchmal so die Pokémon runter, aber momentan haben wir Kopfnuss noch nicht. Die kriegen wir erst, wenn wir draußen sind, aus dem Wald. Safkorn. Verdammt, mein Kopfhörer ist wieder falsch rum. So, jetzt. Deswegen tat es wahrscheinlich auch jetzt gerade an meinem Ohr weh, naja. Es hat nur Level 7, das ist ein Witz, oder? Ach, du seht ihr fast einen One-Hit-Kill. Also gut, beißen wir nochmal. Und Safkorn ist aus. Draußen. Hat ausgesafkornt. Ach, ist zwar schön, dass Pokémon auftauchen, aber das nervt auch langsam. Ein Raupi. Ja gut, diese Pokémon sind noch sehr schwach. Ich glaube, die hätte man ruhig ein paar Level stärker machen können. Aber man hätte ja schon vor dem Arena-Orden hier reingehen können, also... Ja... Also gut, wir müssen das Porenta hier nach unten treiben, ist ja nicht besonders schwer. In Soul Silver und Herzgold ist es ein bisschen schwieriger. Ich weiß gar nicht mehr so richtig genau, wie man das machen muss. Ich glaube, da muss man es irgendwie anders machen. Ach, verdammt! Mir gehen die Pokémon auf den Sack. Verpiss dich, scheiß auf Korn. Geh mir nicht auf die Nerven. Geh sterben. Nein, ich flieh lieber, weil ich keinen Bock habe, gegen mich zu kämpfen. So, da sind sie auch schon. Und sein Boss ist auch da. Ah, mein Porenta. Du hast es für uns gefunden? Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke. Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies. Und vor allem eins. Zerschneider. Dieser Form enthält Zerschneider. Bringen Sie einem Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden der Pokémon-Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Den haben wir bereits. Was man... Nein, ich will nicht speichern! Was man hier erkennen kann... Wir haben den Orden bereits. Nur so als Beweis. Für die Ungläubigen unter euch. Für die Ungläubigen unter euch! Die nicht dem Katholismus oder Evangelismus... anerkennen...
verdammt wieder scheiße kommentiert. Okay. Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Ja, gut. Da ist schon das Porenta. Na, jetzt kannst du nicht mehr entkommen, was? So, wir müssen Zerschneider einem Pokémon beibringen. Ich glaube, wir haben sogar eins. Knuffenza, genau. Knuffenza kann Zerschneider. Ich glaube auch. Oh, komisch. Naja, gut. Knuffenza lernt auf jeden Fall jetzt Zerschneider. Und was Neues in dieser Edition oder Generation. Man muss nicht mehr hier in diesem Menü auswählen, wenn ein Pokémon Zerschneider einsetzen muss. Sondern man kann ganz einfach auf den Busch draufklicken und dann kann man den Zerschneider automatisch einsetzen. Ist viel bequemer und erspart Zeit. Steinentchen-Waldschrein. Er wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Ah ja, hier ist Celebi. Hier findet man, glaube ich, Celebi, wenn man alle Pokémon gefangen hat. Keine Ahnung. Ich kenne das nicht so richtig. Oder vielleicht irgendein Event. Keine Ahnung. Ich habe Celebi noch nie in diesem Spiel oder in dieser Generation fangen können oder begegnet. Ach, wieder ein bisschen scheiße kommentiert. Das gibt's doch nicht. Ich muss in meine ich muss an meinen Kommentierskill arbeiten. Muss ich verbessern, wie in Skyrim meinen. wie den Zerstörungszauber von meinem Helden in Skyrim. Aber das ist nur Nebensache. Verdammt, mein Stuhl knackst! Verdammt, jetzt muss ich nochmal vorlesen, was ich gesagt habe. Was da stand. Moment, ich muss mich zurücklehnen. Gleich knackst der Stuhl. Moment! Ich hätte mir keinen Rollstuhl kaufen sollen oder so. Der Stein in dem Wald ist so dicht, dass man den Himmel nicht sehen kann. Halte Ausschau nach verlorenen Gegenständen. Nee, keine Lust. Ja, ich habe eh keinen Detektor. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Ein Hornio. Nun Mann. Okay, es hat nur Level 5. Das ist nicht wert. Diese paar Erfahrungspunkte, die brauchen wir nicht. Ein X-Angriff. Ich glaube, wir haben langsam das, die Basis erreicht, wo wir unsere Pokémon nicht mehr so heftig trainieren müssen und nicht mehr gegen jedes Pokémon antreten müssen, was wir begegnen. Diese Phase ist vorbei, wir haben jetzt fast Pokémon auf Level 20. Jetzt können wir anfangen zu fliehen. So. Hier ist wieder ein Item. Ein Gegengift. Na gut, sehr sozial von den Entwicklern von Game Freak. Dass sie hier ein Gegengift platziert haben, falls mal ein Spieler ein vergiftetes Pokémon haben sollte. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass es passiert bei all den Horn-News, die hier auftauchen. Gut, ich glaube, hier kriegen wir jetzt die Kopfnuss. Ich glaube, die steht auch in dem Moveset von einem meiner Pokémon drin. Ja, Raupi, gehen wir nicht auf die Nerven. So, ich beiß dich nieder. Hast von 0 Level 5, das wird ein Kill. Jawohl. Seht ihr, wie wenig Erfahrungspunkte? Deswegen möchte ich jetzt nicht gegen die ganzen Pokémon antreten. Das ist nur Zeitverschwendung. Was ich mache? Ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu fällen. Oder zu schütteln. Das macht Spaß. Probier es doch auch mal aus. Und TM2, das ist Kopfnuss. Benutze Kopfnuss, um Bäume zu schütteln. Manchmal fallen schlafende Pokémon herunter. Gut, das werden wir vielleicht testen, wenn Kopfnuss in Moveset von einem meiner Pokémon drin steht. Verdammt, wieder scheiße kommentiert. Ich schau mal schnell nach. Okay, Kopfnuss steht doch nicht in einem meiner Movesets drin. Da können wir es ja ohne schlechten Gewissen eins unserer Pokémon beibringen und gleich auch noch die Attacke testen. Ach ja, das ist auch neu, dass hier jetzt die Items in verschiedenen Slots unterteilt sind. Hier zum Beispiel eins für TM, Basis-Items, Bälle-Items. Und ja, finde ich ganz gut eigentlich. Es wurde auch in den späteren Generationen wieder übernommen. So, hier Kopfnuss. Die bringen wir einfach mal Iglava bei. Damit die das Ganze testen können. Außerdem ist Kopfnuss eine gute Attacke für die mittlere Phase des Spiels. Ach gut, ich habe mich gerade vertippt. Aber wir haben die richtige Attacke zum Glück vergessen, es ist Tackle gut. Gut, jetzt können wir es auch gleich testen. Ah! Ich würde es jetzt am liebsten überspringen, aber die Speed-Taste geht gerade nicht. Ich muss es wieder einstellen, die Speed-Taste. Ich vermisse die. Die ist wahrscheinlich im Urlaub. Vielleicht steckt ein Pokémon hinter diesem Baum.
Möchtest du Kopfnuss einsetzen? Ja. Okay, hier müssen wir die Büsche durchgehen. Ich glaube, die Pokémon fallen nur auf verschiedenen Büschen herunter. Also auf diesen zwei Büschen... Bei diesen zwei Büschen fallen keine Pokémon herunter. Mein Gott, was ist heute mit mir ein Kommentierskill los? Er ist wahrscheinlich auch im Urlaub. Wie meine Speed-Taste. So, jetzt. Ein Tanzer. Aufpassen, es kann Finale. Da nehme ich sofort Nebulak und hoffe, dass es Finale entsetzt und sich selber killt. Entwickle sich zu Forstelka, ist ein ganz gutes Pokémon. Ja, habe ich genau gesagt, dass es Finale entsetzen wird. So, manchmal fallen hier auch Serarabons runter oder Ovals. Also hier kann man sehr viele verschiedene Pokémon finden. So, ich gucke erstmal nochmal, wir haben ja Zeit. Und was kommt jetzt? Oh, ein schlafendes Noctu. Na gut, es ist ja auch im Steinchenwald Nacht. Weil ja kein Sonnenlicht durchkommt. Aber momentan ist es ein real Tag. 13 Uhr mittags. Oder nachmittags. Ich glaube, so früh habe ich noch nie einen Pokémon-Part aufgenommen. Also seit langem, glaube ich. Ich glaube, letztens war... Wo ich glaube, am frühesten habe ich es um 11 Uhr morgens, glaube ich, aufgenommen. Da hatte ich, glaube ich, Ferien. Ich glaube, das war sogar das allererste Let's Play von mir, das Saphir-Let's Play. Keine Ahnung. So genau weiß ich es nicht mehr. Ihr könnt es fangen, wenn ihr wollt. Ich glaube, ich fange es. Weil es gerade so schön ist. Ich hoffe, wir haben den richtigen Ball dafür. Moment. Ja, verdammt, wir haben vergessen, den Ball von Kurt mitzunehmen. Das wollte ich ja noch machen. Ich laufe jetzt nicht zurück. Okay, wir haben nicht einmal einen Ball. Scheiße, wenn jetzt ein Shiny auftaucht, werde ich mich ärgern. Okay, machen wir es einfach K.O. So, es gibt Erfahrungspunkte, weil es ein entwickeltes Pokémon ist. Level 17 für Zubat. Noch 5 Level, dann haben wir ein Golbat. Ach, komm! Geht mir nicht auf die Nerven. Geht sterben, ihr scheiß Käfer-Pokémon. Geht sterben, lass mich in Ruhe. Nee, komm, ihr seid es nicht wert, gegen mich zu kämpfen. Das ist so, als würde Son Goku gegen ein kleines Kind antreten. So, vielleicht ist hier ein verstecktes Item. Nein, hier ist kein verstecktes Item, leider. Ich hab den Steinelchenwald größer in Erinnerung. Oh, ein Trainer. Ich glaube, den gibt es sogar nur in der Kristalledition hier. Schleich dich nicht an. Du hast ein Pokémon verjagt. Diesen Trainer gibt es nur in der Kristalledition. In Silber und Gold gibt es den nicht. Ob es den in Hellsgold und Soul Silver gibt, weiß ich gerade nicht so genau. Naja, aber jetzt war mal eine größere Herausforderung, in Anführungsstrichen, geschrieben, größer. Ich glaube, den beiß ich auch nieder. Ja, wir haben ja auch keine andere Auswahlmöglichkeit, außer dem Blutsauger, aber der zieht viel zu wenig ab, scheiß Superschall. Ah, scheiß Stuhl. Wenn es sich jetzt selbst verlässt, dann ist es ein klassisches Klischee, dass sich Gift-Pokémon immer selbst verlässt. Und diesmal hat sich das Klischee nicht erfüllt. Paras, du bist ein Parasit, weißt du das? Na komm, mach Bekanntschaft mit meinem Nebulak. Du kannst meinem Nebulak keinen Schaden zufügen, außer mit Sporenattacken, aber... So, ich verpasse dir jetzt mal einen Fluch. Fluch ist übrigens eine Fragezeichen. Attacke vom Element her. Ich glaube, ab der vierten Generation ist es eine Geisterattacke. Ihr seht hier vom Typ ist es Fluch, ist es Fragezeichen. Fluch hat auch wiederum einen anderen Effekt, falls es falls ein Nicht-Geister-Pokémon Fluch einsetzt, dann wird dadurch sein Initiativwert gesenkt und sein Angriff- und Verteidigungswert wird, glaube ich, erhöht. So genau weiß ich es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat Fluch zwei Effekte. Warum setze ich Groll ein? Ergibt keinen Sinn. Und warum setzt du Kratzer ein, obwohl es unser Nebulak nicht treffen kann. Verdammt!
Ich reg mich hier auf, wenn ich nicht Ach! Ich reg mich... Ich stotter hier wieder schon viel zu viel. This. Eat this. Dieses Pokémon habe ich noch nie zuvor gesehen. Was ein Nebulak. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt das gleiche Pokémon benutzt wie er. Dann hätte er uns getrollt. Kakuna. Ey, was willst du, Kakuna? Kakuna heißt übrigens im Englischen, deswegen sage ich Kakuna. So, hier ist der Ausgang. Endlich! Hast du den Schrein gesehen, der am Schutzpatron huldigt? Er wacht über den Wald aus einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Du meinst Celebi? Ja, Celebi ist ein Pflanzen-Pokémon. Oh, interessant. Du erstellst einen Pokédex? Das muss schwierig sein, wenn du keine Pokémon triffst. Versuch es mit dieser TM. Lockduft senkt den Fluchtwert des Gegners. Sie enthält Lockduft. Benutze sie dort, wo Pokémon auftauchen. Pokémon werden von dem Duft angezogen. So, was bist du für ein Pokémon? Smetbo! Oh. So, gleich sind wir in Dukatia City. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier keinen Trainer anspreche. Na, verdammt, der schaut hin und her. Das ist fies. So, jetzt da! Oh, ist er fast so wie der Splinter Cell. Oh Gott, hier ist glaube ich auch einer. Nee, doch nicht. Oh Gott, da ist wieder einer. So, oh, holen wir uns das kuriose Ei ab. Ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Nun, möchtest du das Ei? Gut, nimm es, du darfst es behalten. Du hast dafür keinen Platz. Ich wollte gerade erklären, was das kuriose Ei ist für ein Ei. Ah, schon wieder schlecht kommentiert. Was das für eine Art ist von Ei. Es ist ja bald Ostern. Ich glaube, das passt eigentlich zu den Feiertagen, die jetzt kommen werden. So, ich würde jetzt am liebsten speeden, aber es geht nicht. Lass mich doch in Ruhe. Ich will das Ei jetzt haben. Gib es her. Kurios Ei. Ich fand dies, als ich mich um ein Pokémon eines anderen Trainers kümmerte. Aber der Trainer wollte das Ei nicht, also habe ich es behalten. So, bei dem Kurios-Ei besteht die 1:8%ige Chance. Also, Moment. Da besteht die 12,5%ige Chance, dass ein Shiny draus rauskommt. Und die Pokémon, die meist rauskommen, sind Elekid, Pichu, glaube ich, Pi, Fluffeluff und was ist das von Rosana? Kusilla, genau. Okay, jetzt machen wir uns aber mal auf nach Dukatia City. Die Trainer erledigen wir alle im nächsten Part. So, endlich sind wir in Dukatia City. In Dukatia City werden wir viel erledigen. Im nächsten Part werden wir, glaube ich, den ganzen Part dafür verwenden, unsere Pokémon abzuholen. Wir holen uns nämlich im nächsten Part zwei unserer Team-Pokémon hier in Dukatia City. Ja, dann in dem Sinne bis zum nächsten Part. Ciao!